Warum hat Voldemort Fenrir Greyback verboten, den Todessern beizutreten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit den Todessern und den Anhängern von Lord Voldemort befassen. Genauer gesagt geht es um einen Anhänger im Besonderen, den berüchtigten, massenmordenden Werwolf Fenrir Greyback. Ähnlich wie in unserer Welt gibt es auch in der Welt der Zauberer zwei Arten von Menschen, die moralisch Rechtschaffenden und die moralisch Verdorbenen. In Harry Potter wird die dunkle Seite dieses Spektrums durch die Todesser repräsentiert. Alles begann in den späten 1930er Jahren, als ein junger Mann namens Tom Riddle begann, Hogwarts zu besuchen. Nach außen hin schien Riddle ein normaler, respektabler junger Mann zu sein, aber tief in seinem Inneren hatte er eine Menge Dämonen. Dämonen, die ihn dazu brachten, unvorstellbare Dinge zu tun. Er hatte weder eine Mutter noch eine Vaterfigur. Er wurde einfach in einem Waisenhaus zurückgelassen und so hatte er nie eine echte Vorstellung von Liebe oder Familie. Dieser harte Start ins Leben machte Riddle nur noch schlimmer, denn wenn er von einer liebevollen Familie adoptiert worden wäre, hätte alles anders sein können. Er wurde unter dem Einfluss eines Liebestrankes gezeugt und diese Tatsache lässt vermuten, dass er unfähig ist zu lieben. Aber Rowling hat auch erklärt, dass er, wenn Riddles Mutter da gewesen wäre, um sich um ihn zu kümmern, in der Lage gewesen wäre, Liebe zu empfinden. Von der Liebe einmal abgesehen, hat Riddle nicht einmal ein Konzept für Freundschaft, weshalb Riddles Zeit in Hogwarts so bedeutsam war. Als Riddle in Hogwarts anfing, wurde er in das Haus Slytherin einsortiert und es dauerte nicht lange, bis er eine Gruppe von Freunden fand. Zumindest sah es so aus. Natürlich waren diese Freunde in Wirklichkeit nur seine Anhänger. Eine Gruppe, die Dumbledore einmal als eine Mischung aus Schwachen, die Schutz suchten, Ehrgeizigen, die nach Ruhm streben und Schlägern, die einen Anführer suchen, der ihnen raffinierte Grausamkeiten beibringen kann, beschrieb. Ursprünglich waren diese Freunde als Ritter von Walpurgis bekannt, aber im Jahr 1970 waren sie unter einem anderen Namen bekannt, die Todesser. Zu diesem Zeitpunkt hatte Voldemort beschlossen, seine dunkle Natur voll auszuleben und er nahm andere Hexen und Zauberer mit auf seinen Weg. Die Todesser waren die treuesten Gefolgsleute Voldemorts. Sie gehorchten ihm auf Schritt und Tritt, um die Welt der Zauberer zu säubern. Das Ziel der Gruppe war einfach, die Autorität des reinen Blutes herzustellen. Angesichts der Tatsache, dass Voldemorts Ziel darin bestand, jeden zu unterdrücken, der keine reinblütige Hexe oder kein reinblütiger Zauberer war, wird es dich überraschen zu hören, dass einige Mitglieder der Gruppe nicht wirklich reinblütig waren. Tatsächlich gehörten viele ihrer Anhänger einer Rasse an, gegen die die Todesser etwas hatten. Leute wie Fenrir Greyback. Fenrir Greyback war ein großer, bösartig aussehender Werwolf und Anhänger von Voldemort, berüchtigt für seine Grausamkeit und Brutalität, wenn es darum ging, Kinder anzugreifen. Er hatte ein bestialisches Aussehen mit verfilzten grauen Haaren, spitzen Zähnen und langen gelben Nägeln. Er war wie eine Figur, die Albträume hervorrief. Greyback war jedoch nicht immer ein solches Monster. Er hatte einen ziemlich harten Start in sein Leben, denn er wurde schon sehr früh von einem Werwolf gebissen und mit Lykanthropie infiziert. Bei der Lykanthropie handelt es sich um einen Lykanthrop, also um jemanden, der sich in einen Werwolf verwandelt. Manchmal tun sie das absichtlich, manchmal ist es das Ergebnis eines Fluches. Es gibt keine Heilung für Lykanthropie und die Menschen fürchten diesen Zustand zutiefst, da er zu einer verfluchten Existenz führen kann. Nachdem er gebissen wurde, wurde Fenrir Greyback sauer und machte es sich zum Lebensziel, so viele Menschen wie möglich zu infizieren. Er wollte kein Ausgestoßener sein und da Lykanthropen so sehr mit einem gewissen Stigma behaftet sind, nahm er seinen Zustand an und machte es sich stattdessen zum Ziel, genügend Werwölfe zu schaffen, um die Zaubererwelt zu beherrschen. Greyback wurde ein Anführer der Werwolf-Gemeinschaft und war sogar derjenige, der Remus Lupin mit Lykanthropie infizierte, nachdem Remus Vater die Werwölfe beleidigt hatte. Obwohl er selbst eine Revolution anführte, verbündeten sich Fenrir Greyback und die Werwölfe schließlich im Zweiten Zaubererkrieg mit Voldemort. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie zwar Anhänger von Voldemort waren, aber weder das dunkle Mal trugen, noch waren sie wirkliche Todesser, sie waren nur seine Anhänger.
In diesem Sinne war Fenrir eine von Voldemorts nützlichsten Waffen, ein angsteinflößender, blutrünstiger Werwolf, der sogar Albus Dumbledore ein wenig Angst einjagte. »Bist du das, Fenrir?«, fragte Dumbledore. »Das ist richtig«, röchelte der andere. »Angenehm, mich zu sehen, Dumbledore?« »Nein, ich kann nicht sagen, dass ich das bin.« Fenrir Greyback grinste und zeigte seine spitzen Zähne. Blut tropfte an seinem Kinn herunter und er leckte sich langsam und obszön über die Lippen. »Aber Sie wissen, wie sehr ich Kinder mag, Dumbledore.« »Soll ich jetzt annehmen, dass du auch ohne Vollmond angreifst? Das ist höchst ungewöhnlich. Sie haben eine Vorliebe für Menschenfleisch entwickelt, die nicht befriedigt werden kann.« »Das ist richtig«, sagte Greyback. »Das schockiert Sie, nicht wahr, Dumbledore?« »Nun, ich kann nicht behaupten, dass es mich nicht ein wenig anwidert«, sagte Dumbledore. Und Greyback hob einen gelben Fingernagel und zupfte an seinen Vorderzehen, während er Dumbledore angrinste. Und obwohl Voldemort ihn als Waffe benutzte und seinen furchterregenden Ruf ausnutzte, wird immer wieder betont, dass Greyback kein Todesser war. Voldemort benutzte ihn nur für die nützlichen und bequemen Dienste, die er leistete. Im Grunde für alles, was ihm half, schnell an die Macht zu kommen. Sie haben noch nie von ihm gehört? Lupins Hände schlossen sich krampfhaft in seinem Schoß. Fenrir Greyback ist vielleicht der wildeste Werwolf, der heute noch lebt. Greyback sieht es als seine Aufgabe im Leben an, so viele Menschen wie möglich zu beißen und anzustecken. Er will genug Werwölfe erschaffen, um die Zauberer zu besiegen. Greyback hat sich auf Kinder spezialisiert. Er sagt, dass er sie in jungen Jahren beißt, sie von ihren Eltern trennt und sie dazu erzieht, normale Zauberer zu hassen. Voldemort hat gedroht, ihn auf die Menschen loszulassen. Das ist eine Drohung, die normalerweise zu guten Ergebnissen führt. Nun, du wirst dich vielleicht fragen, warum Fenrir Greyback, wenn er so gute Ergebnisse für den Dunklen Lord erzielt hat, nicht zu einem vollwertigen Todesser gemacht wurde. Im Text wird hervorgehoben, dass Greyback diese Ehre nicht zuteil wurde. Willst du ihn beschwören, hierher? Nein, knurrte Greyback, ich habe keine... Man sagt, er benutzte das Haus der Malfoys als Basis, wir werden den Jungen dorthin bringen. Harry glaubte zu wissen, warum Greyback Voldemort nicht anrief. Der Werwolf durfte zwar die Roben der Todesser tragen, wenn sie ihn benutzen wollten, aber nur Voldemorts innerer Kreis war mit dem dunklen Mal gebrandmarkt. Greyback war diese höchste Ehre nicht zuteil geworden. Greyback hatte kein dunkles Mal, weshalb er Voldemort in diesem Fall nicht beschwören konnte. Darüber hinaus wäre Greyback aufgrund der Tatsache, dass er ein Lykanthrop war, niemals berechtigt gewesen, ein dunkles Mal zu erhalten. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es beträchtliche Vorurteile gegenüber Werwölfen in der Zauberergemeinschaft, und dieses Vorurteil gilt nicht nur für die Guten. Es war ein gegenseitiges Gefühl zwischen den beiden Seiten der Macht in der Zaubererwelt. Die Sache ist die, Fenrir war eine mächtige Waffe und Voldemort wusste, dass er Fenrirs Berühmtheit nutzen konnte, um die zaubernde Bevölkerung zu kontrollieren und seinen eigenen Aufstieg zur Macht zu beschleunigen. Für Voldemort spielte es keine Rolle, dass er ein Werwolf war. Nicht wirklich. Er hatte ein gewisses Stigma ihm gegenüber, weshalb er ihn niemals zu einem Todesser gemacht hätte, aber Voldemorts wahre Feinde waren Muggelgeborene, Halbblüter, Muggel und Blutverräter. Fenrir war nicht der einzige Anhänger Voldemorts, der kein reinblütiger Zauberer war. Er heuerte Riesen, Dementoren und alle möglichen anderen dunklen Kreaturen an, um das Ministerium und die Guten zu stürzen. Voldemort war manipulativ und er tat im Grunde alles, was nötig war, um am schnellsten an die Macht zu kommen. Wenn die Menschen und Kreaturen bereit waren, für ihn zu arbeiten, unter dem Vorwand, dass sie irgendwie wichtig seien, würde er sicherlich dafür sein. Das war eine Win-Win-Situation für ihn. Wenn man jedoch bedenkt, dass Fenrirs ultimatives Ziel darin bestand, so viele Hexen und Zauberer wie möglich mit Lykantrophie zu infizieren, bin ich bereit zu wetten, dass Voldemort, wenn er die Macht erlangt hätte und in der Schlacht von Hogwarts siegreich gewesen wäre, die Werwölfe ausgerottet hätte. Nicht, weil er sie unbedingt töten wollte, sondern weil sie eine Bedrohung für sein Regime gewesen wären. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.